Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben schon wieder Post bekommen. Ja, wunderbar hier. Und da wollen wir jetzt mal reinkicken. So, Happy Halloween! Wir haben hier ein wunderschönes Schnittset erhalten. Und auf der Rückseite können wir auch schon sehen, was alles drin ist. Das Schnittset ist jetzt für 6,99, also 7 Euro, habe ich es mir gekauft. Mal gucken, ob sich hier der Preis auch wieder geändert hat. Das wäre wieder der Hammer. Das ist teurer geworden. Jetzt kostet das einen Zehner. Das ist ja eine Frechheit. Läuft wohl gut. Gerade. Mit dem Schnitzel und da haben sie sich gedacht, also wenn das so gut läuft, dann muss ich da nochmal einen Zehner aufpacken. Muss ich da noch 3 Euro aufpacken. So, was haben wir hier? Einmal haben wir hier wunderschönes LED-Licht. Wie vergleichen das denn nachher mal? Wenn ungefähr die gleiche Lumen, also die gleiche Lichtstärke bringt, wie eine Kerze, dann ist das natürlich cool. Ja, ansonsten. Und? Auch cool, schon Batterien drin. Ja, das hast du ja meistens nicht. Hier auch. So, was haben wir denn hier noch? Also erstmal fällt auf, der Griff ist wie von einem Käsemesser. Also als ob das ein Käse wäre. So ein Beitel. Oder wie nennen sie das hier? Ein Scraper. Detail Scrape and Clean Up. Also ein Schaber. In einem anderen Set gab es das auch schon und er hat sich echt gut gemacht. Gute Teil. Was haben wir denn hier noch in unserer Zauberbox? Ein Löffel. Und ich sehe auch schon, der Löffel ist cool, weil der hat hier so einen Rand. Und ist schön breit. Hier nennen sie es Scooper, also Schaufel. Einfach um den Inhalt vom Kürbis rauszuschaufeln quasi. Was haben wir hier noch? Ah ja, dieses komische, verrückte Teil hier. Also hier steht, das ist ein Grooving Tool, Detail Shipping Off and Carving. Also ein Einstechwerkzeug, um was auszustechen und halt zu schnitzen. Dann haben wir hier quasi einen Bohrer, ein Drill steht da. Ja, zum Einpieken. Eine große und eine kleine Säge. Also einmal um den, also ganz normal, um einfach reinzusägen in den Kürbis. Die große würde ich nehmen, um den Deckel einfach auszusägen. Die kann man aber auch für das Auge nehmen oder für den Mund und die hier für kleinere Sachen wie, ja, wenn man mal eine Narbe raussägt oder so. Genau. Finde ich gut, dass das hier alles beschrieben ist, außen drauf. Das ist sehr durchdacht, das ist cool. So, das testen wir jetzt eben mal aus. Und dann sehen wir uns sofort wieder.
So, und fertig sind wir. 20 Minuten ungefähr hat es gedauert. Ich habe mal getestet und habe geguckt, wie der Unterschied ist zwischen so einem LED-Licht und einer ganz normalen Teelicht, eine Kerze. Ich habe keinen großen Unterschied erkennen können. Ich nehme mal an, das wird wohl locker die Nacht, also Halloween durchhalten. Und genau. Pluspunkt. LED-Lämpchen sind ja zwei Stück bei. Und jo. Ja, kommen wir zu den Werkzeugen. Sind insgesamt sechs Stück. Zwei Sägen, die sind echt gut. Die Sägen kann man sich ja nicht beschweren drüber. Alles gut. Der Teil ist auch sehr gut. Da hätte ich mir natürlich noch ein anderes Teil gewünscht, ein bisschen feiner vielleicht eins. Der Löffel von der Form her alles gut, der hat sich aber ein bisschen nach hinten gebogen, also der hat er nicht mehr durchgehalten irgendwie. Das sollte nach Möglichkeit natürlich nicht passieren. Schade. Für das Ding bin ich wie immer zu doof. Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Und der ist auch wichtig, ganz cool. Also das Nötigste ist dabei. Außer, keine Ahnung, für den Preis jetzt 10 Euro, dafür gibt es direkt mal einen Sternabzug und dafür, dass das hier eingeknickt ist, ein Sternabzug, also zwei Sterneabzug. Für die LED-Lichter, die direkt mit Batterie sind und kaum merklich ein Unterschied ist zwischen Teelicht und diese LED-Lichter und zwei Stück selbst wie ein Sternchen dazu. Dann sind wir bei 4 von 5 Sterne. Denke, es ist cool. 10 Euro. Das Wichtigste ist dabei. Was jetzt noch cool gewesen wäre, wäre natürlich wie bei dem anderen so eine Aufbewahrungsbox einfach. Schablonen, wie gesagt, finde ich nicht notwendig. Wären aber auch nochmal ins cool gewesen. Aber ansonsten 4 von 5 Sterne. Alt cool. Hier unten in der Beschreibung. Einfach auf den Link klicken und schon könnt ihr euch das Zeug holen für einen Zehner. Was soll sein? Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt das Video und schreibt mal einen coolen Kommentar. Und wenn euch das Video überhaupt nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und schreibt mal einen coolen Kommentar, schreibt mal rein, wofür Ditte da ist. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und teilt auch gerne das Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis demnächst.